Ach, jetzt weiß ich auch, wofür das, wofür dieser Sticker ist, dieser Strichcode. Ach so. What does the striped sticker do? You can buy this off the sale some in Sunflower's Market if you need to rescue Howdy rather than Dexter. This is what you need instead of the heat patch. Ah, also wir hätten die Option gehabt, entweder Howdy zu retten, scheinbar aus der Kasse, oder halt Dex. Nein, Dexter. Nee, Howdy, doch stimmt. Howdy hätten wir aus der Kasse befreien können mit dem Strichcode. Also hätten wir dann damit die Kasse aufgekriegt, wie ich es mir schon gedacht habe, dass man den da benutzen muss. Wir haben aber Dexter gerettet und haben dafür die Heizdecke gebraucht. Wo war denn die Entscheidung? Sun Market. Wo war denn das? Sunflower Park? Sunflower Elementary? Sky Garden Sunflower Market? Oh, Moment. Naja, ist ja egal. Ah, hier, if you choose to visit Howdy first. To do this, first talk to Howdy, use Diggity and he'll ask to spy on Dexter. Say hello to Dexter and he'll ask for you to spy on Howdy. Go left and the reporter will slip on the ice, then tell you that Howdy is in trouble. Go to the. Okay. Wenn wir mit Dexter zuerst gerettet hätten, hätten wir dann einfach den Strichcode gebraucht, um Holly zu retten. Aber wir haben jetzt Alarm-Chatwörter. Warum dreht sich die Sonnenblume hier nicht? Cappy is ignoring mein Hamas. Go get his attention. You need to know. Tada! Gut, aber ich habe eigentlich alle Hamchat-Wörter. Ich habe ja 85 und ich kann ja 85 haben. Okay, wir haben es geschafft. Vielleicht dreht sich es hier einfach nicht. Keine Ahnung. Wir haben eigentlich alles, was man hier so haben kann. Gucken wir doch mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit dem Tanzen funktioniert. Gut, spielen wir doch einfach mal. Kleines Lamm. Achso, ich möchte keinen Tanz ansehen. Ich möchte eigentlich einen Tanz machen. Achso, nein. Lass das nochmal angucken. Es sei denn natürlich, ich habe diesen Tanz schon mal fertig gemacht. Das könnte natürlich sein. So, ich muss nichts selbst machen. Ich kann einfach mir das anschauen. Gut, dann gucken wir uns doch die Tänze einfach noch an. So zum Schluss. Also vermutlich können wir die auch noch selbst machen, aber da habe ich jetzt erst gerade gar keine Lust drauf. Wenn wir uns die angucken, das reicht doch.
Mein Gott, der war aber lang. Kommt mir so bekannt vor, das ist irgendein eigentlich sehr bekanntes, altes. Aber ich weiß nicht woher. Das aus Carmen? Ach, ich weiß es nicht. Okay. Das war irgendwie ein cooles Lied. Das hat irgendwie, das könnte auch so in den Nightmare Before Christmas reinpassen oder sowas. Immer diese pinken und rosanen Disco-Hamster, gelben Disco-Hamster herkommen. Wie er einfach auf die Bühne gepinkelt hat. Ah, das war Twinkle Twinkle Little Star. Nachdem ich das bei Dings gehört habe, ist das nicht mehr so schön, das Lied bei Sag's mir. Dead Space. Okay, was mache ich denn jetzt? Sagst du mir denn, was ich nach den 12 Sternen machen kann? Hamburg-Ticks? Die habe ich, glaube ich, alle. Meet the Hams. Nein. Little Hamsters, Big Adventures, Ham, 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 Taro. Süß. Ich habe, glaube ich, jetzt alles gemacht und ich glaube, es ist jetzt einfach vorbei. Ich dachte, nach den 12 Sternen gibt es irgendwie nochmal so ein schönes Ende.
Hamsters are cute, but they aren't friendly as the ones in Hamtow. Das stimmt. If you want a hamster pet, think hard. There are not toys. They don't want to play constantly and often prefer to be left alone for long periods. If you want a hamster you can interact with all the time, get a hamster sim for your PC or GBA. If you want a delightful and funny pet that will be your friend on its term, not yours, then hamsters are great. Hamster sind tolle Haustiere. Leider leben sie nicht sehr lange. Das ist sehr, sehr schade. Okay. Ja. Wir haben also alles. Wir haben alle Steine. Wir haben alle Lieder. Wir haben alle Sterne. Wir haben alle Hamster. Und wir haben alle Hamchat-Wörter. Was ist das denn? Was kann ich denn ändern? Ach so, nö. Ich möchte keine Musik ändern. Aha. Gut, dann hätten wir auch das. Okay, also alle Sterne. Alle 12. Wir haben alle, wie viel waren das? 10 Lieder? Ich bin heiser. Weil ich erst 3 Stunden mit Ding auf. Wo ist? Also, er ist weg. Snoozer ist weg. Ich weiß nicht mehr, wie er hier heißt. Sind sie alle hier? Nein, schade. Ich dachte, es gibt nochmal eine schöne kleine Hamparty. Moment. Was sagst du mir eigentlich? Hätte ich mit dir schon mal geredet? Hammer, möchtest du einen Hamjam aufs Parkett legen? Ach, hier könnte ich tanzen. Nee, da vorne kann ich es mir angucken und hier kann ich dann tanzen. Das machen wir jetzt aber nicht, weil da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. So etwa hier. Er ist in seinem Zimmer. Ich kann es nicht. Ich habe Gras. Aha, die ganze Zeit hat er nicht geschlafen, jetzt schläft er. Boss. Ich bin fertig. Okay, also es scheint ja kein richtiges Ende zu geben. Ich könnte hier noch ewig rumlaufen und mit den Leuten reden und über Steine fallen im Park oder über die Rutsche rutschen im Park. Oder auf das Klettergerüst klettern im Park. Oder ich könnte noch Zeug kaufen in den Boutiquen. Was mache ich jetzt? Was? Das ist ein Schrank. Da ist noch Platz für 17 weitere Sachen. Stell dich vor den Spiegel um. Schau mal lieber für den einen weg. Ziehen wir uns um. Nochmal zum Schluss. Ganz zum Schluss, was könnten wir denn? Ich hätte gerne die wieder. Ich mag die irgendwie. Und wir nehmen diese Karotte. Und nichts dazu. Ja. Wir machen noch ein Foto. Ein letztes Foto. Wir speichern dieses Foto. Bekleiden das beenden? Ja, doch. Doch, doch. Ein letztes Foto. Jetzt aber endgültig. Wir speichern das Foto. Wir ankleiden das beenden. Und ich würde sagen, das war Hamtaro. Ham, Freunde, für den GBA. Es war wirklich ein lustiges Let's Play. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Es tut mir jetzt leid, dass wir ganz am Ende noch ein bisschen rumgecheatet haben mit der Komplettlösung. Aber ich wollte tatsächlich diese Tür aufmachen, auch wenn am Ende nur eine doofe Hamboutique drin war mit einem Lied. Aber ich wollte halt die ganzen Steine, ich wollte die ganzen Hamchat-Wörter. Wenn er möchte, wollte ich das dann doch gerne 100% beenden. Und ich denke, nach über 20 Folgen dürften das jetzt mittlerweile sein, um einfach so einen runden Abschluss zu kriegen, halte ich das für durchaus legitim. Also, ich habe kein schlechtes Gewissen deswegen. Ich habe das meiste
wirklich das meiste ohne geschafft. Und deshalb würde ich sagen, ich mache jetzt Feierabend. Das war nicht das letzte Mal, dass wir Hamtaro gesehen haben. Das war, nee, das war jetzt nicht für den GBA. Das war doch jetzt, glaube ich, Game Boy Color. Ich bin mir gerade unsicher. Nein, das war Game Boy Color. Ich habe mich getäuscht. Tut mir leid, das war Hamtaro. Ham Ham Freunde. Im Englischen Ham Ham Unite. Für den Game Boy Color. Und wie gesagt, das war nicht das letzte Mal, dass wir Hamtaro gesehen haben. Wann wir ihn aber das nächste Mal sehen, kann ich euch noch nicht sagen. Aber jetzt erstmal mache ich hier Feierabend. Und wir hören uns dann voraussichtlich bei einem meiner anderen Let's Plays wieder. Bis dann!